Moin Moin und damit recht herzlich willkommen zusammen hier im Winter von Medieval Dynasty. Heute möchten wir das Winter-Event erkunden, die Schneemänner sichten, die es da gibt. Und wir müssen an Alwin ihnen den Klopfbogen abliefern. Wenn wir auf dem Weg dahin sind, dann nehmen wir natürlich auch ein paar Sachen mit, die wir dort gewinnbringend verkaufen können, damit wir bald unsere Steuern zahlen können. Mal kurz reinschauen. Wir müssen Steuern zahlen, 4.550, plus, da kommen ziemlich genau 1.500 nochmal drauf, also 6.000 müssen wir wahrscheinlich zahlen. 3.300, wir müssen ordentlich Geld verdienen. Eieiei, wollte doch besser sein. Zum Thema Haus isolieren, ja, da habe ich wichtige Infos erhalten, aber ich denke, das ist besser, wenn ich das dann in der nächsten Folge gesammelt alles erkläre. Das ist auch schon so ein bisschen zu durcheinander. So, 90 Eimer. Ich glaube, eigentlich kann das laufen lassen. Ich beobachte es mal noch ein bisschen. 90 Eimer ist echt schon krass viel. Die Fackeln hier. Wenn nicht so viel. Sehe ich gerade auch erst, dass es 79 sind. Und wo haben wir denn noch so viel? Steinmesser, ja, die habe ich selber hergestellt. Werde ich noch ein bisschen zurückhalten. Wir haben ja auch andere Sachen, die wir herstellen. Hier zum Beispiel 625 Holzbecher. Oha. Ich packe jetzt mal hier einfach ein. Ehe ich hier lange einen heißen Brei rumschmarfe. Mitgenommen. 32 Kilo. Das sind 2 zu viel. Und so brauchen wir denn nicht. Das ist eh nicht so sonderlich gut. Ein halbes Kilo. So sind wir gut ausgerüstet. Schon wieder ein Lager. Eieieiei. Und damit machen wir uns jetzt auf den Weg. Da müssen wir dann noch hindern. Am dritten Wintertag müssen wir nochmal schauen, dass auf den Feldern alles in Ordnung ist. So, damit sollte mir warm genug sein. Schneemänner, Alwin und Sachenkauf. Genau, das steht jetzt alles auf dem Plan. Beeilen wir uns, dass wir schnell dort sind. Schaut es denn hier aus? Gibt es irgendwo was? Man müsste ja relativ gut jetzt sehen, wenn das Ganze laubig ist. Manche Sachen werden, so wie ich es gesehen habe, auch ausgeblendet, wenn die Distanz zu weit ist. Also gerade die Tiere, jetzt wenn da drüben so ein bisschen rumläuft, Wiesent meine ich noch ein bisschen, dann sehe ich das halt einfach nicht. Wahrscheinlich ist mit der Banditenlage und anderen Dingen ähnlich. Schöne Landschaft. Jahr für Jahr gefällt mir doch nicht immer wieder. Ich denke, wir sind mit Alwins Geschichte jetzt auch bald durch. Dann haben wir die ganzen Kapitelquests erledigt. Aber ich habe jetzt so vom Gefühl her, das Dorf läuft stabil. Wir müssen hier und da was optimieren. Und kann ja schon das ein oder andere neue Gebäude eigentlich bauen. Dann kommen wir, glaube ich, ziemlich schnell in eine Phase, wo wir so viel Sache haben werden, dass wir dann von der automatischen Produktion her mit dem Verkauf gar nicht mehr nachkommen.
und dann andere Dinge, wo wir auch nicht mehr nachkommen. So wird sich das Ganze, glaube ich, ein bisschen wandeln. Ich kann es nicht sicher sagen, weil ich habe diese Phase noch nie durchlebt. Also so weit wie aktuell war ich noch nie. Es kam dann irgendwie ein Update, worauf ich dann ja, neu angefangen habe. Whatever you need, I've got it. Alles klar. Ich habe auch was für dich. Und zwar. Was ist da drin? 360? 81? 60? 500? Was gibt's denn noch das hier? Den Käse kann ich dir auch brauchen, wenn du wünschst. So, Kleidung brauche ich. Das bräuchte ich auch nicht zwingend alles. Ein Lamp noch mit kaufen. Der Kaufbogen ist für Alvin. Goodbye. Mach's gut. So, der Alvin. Ich muss irgendwo da hinten. Und wir gehen zuerst mal zu ihm und dann schauen wir uns die Schneemänner an. So können wir welche finden. Alvin, stopp. Du bist zurück. Ja, hast du einen Rekordbogen, der eines guten Jägers würdig ist. Er mag kleiner und leichter zu tragen sein als ein Langbogen, aber mit dem schießt du genauso kraftvoll und vielleicht sogar kraftvoller. Das ist genau die richtige Waffe für eine Wiesentjagd. Das ist wirklich großzügig von dir, allerdings weiß ich immer noch nicht, wo ich ein Wiesel aufspüren kann. Nein, aber das wirst du sicher auf deiner Reise lernen. Aber ich muss wissen, wie ich Gisella beeindrucken soll, damit sie mich nicht gleich wieder davon jagt. Damit könntest du ausnahmsweise recht haben, aber eines nach dem anderen. Ich werde dir ein letztes Mal helfen. Im Norden von Borobo haben Wiesende ihren Weidegang. Achte auf jedes noch so kleine Detail, wenn du ihm nachstellst. Ich danke dir vielmals. Aber meinst du wirklich, dass ich das tun kann? Alvin, du kannst es nur herausfinden, wenn du über deinen Schatten springst und es versuchst. Ich weiß, dass du es kannst, also deine Zukunft hängt davon ab. Du hast recht. Ich kann es tun, ich werde es tun, heute. Ich habe mich viel zu lange zugenommen. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Von jetzt an werde ich mich selbst vertrauen. Eines Tages werde ich von Alvin, dem großen Jäger, hören. Ganz bestimmt. Pass auf dich auf. Das werde ich. Leb wohl. Hier nimm. Das freut mich. Pass auf dich auf, Alvin. Eisenhacke, Eisensensor. Braucht er nicht mehr? Haben wir bekommen? Fertigkeiten? Schauen wir uns erstmal die Fertigkeiten an. Diplomatiekenntnisse. Da habe ich ein bisschen zu wenig. Wir müssen das mal lernen. So, wir haben diese Eisenwerkzeuge jetzt von ihm bekommen. Die Hacke und die Sense. Ja, die sind. Boah, das ist ganz schön viel Kohle. Ist noch verdammt schwer. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es jetzt erstmal noch behalten. Oh, ich sehe einen Schneemann. Ich werde sie erstmal noch behalten. Verkaufen kann ich es immer noch, aber eigentlich wollte ich mit den Arbeitern meinen Mitarbeitern gehen. So, du kleiner hübscher Schneemann. Du stehst hier so ganz allein im, ja, im Dorf herum. Wie kann ich denn dir helfen? Sammeln, drei Stücke, Pelzstiefel und ein paar Münzen. Okay. Die Pelzstiefel sind richtig cool. Wir müssen jetzt mal hier schauen, wo die so überall stehen. Wir haben eine Vogelscheuche. Da steht noch einer. Okay, die stehen noch außerhalb vom Dorf. Wurfstein, ja, okay, dann war es nicht so irgendwas. Die Frage ist, wie weit stehen die maximal außerhalb von dort und wie viele gibt es pro Dorf? So,
Zimmer. Da ist nichts. Und auch nichts. Wir können jetzt einfach mal das ganze Dorf durch. Da ist der. So, da ist nichts. Vielleicht ist dazwischen einer. Einfach den Laufpunkt war ja hier schon mal einer, aber der ist nicht mehr da. Ah ja, und inzwischen habe ich auch nochmals die offizielle Bestätigung bekommen. Und zwar die Lautpunkte, das war ein Event, zeitlich begrenzt und ist jetzt vorbei. Deshalb gibt es die nicht mehr. So, Moment. Ist da noch ein? Also es scheinen jetzt nur zwei zu sein. Wir stehen jetzt auch nicht irgendwie an einem markanten Ort, wie an einem Feldesrand oder so. Sondern wir stehen einfach... Ja, der eine drauf und der andere hier zwischen zwei Gebäuden. Weiß ich nicht. Ist so, okay. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Gehen wir rüber. Ins Nachbardorf und dort auch nach den Schneemännern und dann machen wir einfach so eine Dorfrundreise wieder. Also, ich sag mal so, wenn jeder zweite irgendwie so ein cooles Kleidungsstück wie das, was ich gerade erhalten habe, beinhaltet, wenn wir nachschauen, was das so Geld wert ist, Pelzstiefel, wenn ich den verkaufe, bekomme ich 125. Also einfach verdientes Geld. Bestimmt auch noch wertvollere Kleidungsstücke, die man da rausziehen kann. Ich denke, ja, es macht Sinn. Kleidungsstücke werden vorrangig da drin sein, weil es halt auch ein Winter-Event ist. Und Winter braucht man warme Sachen. Ein großes Speer, okay. Wir müssen zwischendurch, glaube ich, auch direkt Sachen verkaufen. Das ist ein kleiner Schneehaufen. Ne, so Pelz. Selber so ein Schneehaufen, ne? Steinstücke und Eisenpfeile. Eisenpfeile werden nicht mehr gehalten. Weißt du nicht, wir haben jetzt 4 Stück. Gehabt. Ich denke, das war's auch. Okay. Würde ich sagen, ich laufe direkt mal nach Anitza hoch, gehe ich jetzt nochmal da runter, dackelt und den Händler aufsuche. Vielleicht mit dem nächsten Wägelchen oder so. Den Weg weiterlaufen zum Dings rüber, zum einsamen Jäger rüber würde ich jetzt nicht gehen. Kann man machen, ja, aber tendenziell da war eine Vogelscheuche, ein Laubhaufen, den Laubhaufen bin ich gar nicht so extra abgelaufen. Mehr tendenziell, denke ich. Werden auch keine Laubhaufen sein. Oder waren wahrscheinlich keine. Das ist eh schon vorbei. Ich denke, keine Schneemänner wird es da geben. Ich sag mir mein Gefühl. Falls ich falsch liege, dürfte ich gerne damit aufziehen dann, dass ich irgendwas Cooles da verpasst habe. Ich gehe so ein bisschen auf Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass es wo was gibt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich etwas Krasses rausziehe? Ich würde sagen, die Kombination der Wahrscheinlichkeiten ist sehr gering. Deshalb lassen wir das einfach mal aus. Ich denke, wenn wir so die
nächsten drei Dörfer, die jetzt hier kommen, voll durch haben, dann haben wir auch schon mal einen guten Schnitt, was wir da so rausbekommen können. Und dann können wir auch schon sagen, ob sich das tendenziell lohnt oder der erste jetzt irgendwie so ein Fuchskopf war. Außer Schnurrschild. Okay, das ist nämlich auch nicht gut. Jetzt haben wir ja 5. Was ist denn der da vorne? Freudehütte drin. Ich möchte dir mal was verkaufen. My wares never disappoint. Und zwar diese Außerschnurrschere. Diese Pfeile. Halte ich. Leitungsstufen. Pelzstiefel. Was habe ich denn sonst noch? Steine, Stöcke, Wulgarn. Wulgarn. Wo habe ich die? Have a good day. So. Finden wir hier noch einen zweiten? Das ist die Frage jetzt. Schafe. Nö. Ein Schafbock. Ist hier nur ein? Möglich. Kann aber auch sein, ich habe jetzt einen versehen, nicht übersehen. Alles möglich. Aha. Da hinten sind wieder Banditen. Irgendwie lieb ich die. Die 4 Eisenarmbrust, das haben wir mit Bolzen ausgerüstet. Kupferbolzen, 4 Stück. Ich nehme mich nicht mehr viel Holz. Wir schnappen uns schnell. Gehen wir hier mal ganz offensichtlich an. Alles vorspannen. Sie aufstehen und loslaufen. Relativ gut treffen. Müssen wir auch schon nachladen. Ah, schneller. Treffe ich denn noch? Uiuiui. Das war ein bisschen viel dieses Mal. Aber er hat mir erstaunlich wenig Schaden gemacht. Kommen sie oder brechen sie gleich ab? Er ist immer noch hinter mir her. Jetzt bricht er ab. Er bricht ab, alles klar. Und nur Holzspiel. Aber 100 Münzen. Er kommt wieder. Oh, ich habe keine Bolzen mehr. Keine Pfeile ausgerüstet. Das war knapp. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was heißt knapp? Ja. Er war knapp, bevor mir Schaden zu machen. So wollte ich das sagen. Zwiebeln. Alkohol, der ist. So, das war jetzt auch schon das ganze Lager hier. Auch wieder Bolzen. Ah, da haben sie. Alten Hooliger hier.
Stachen. Stachen besetzt. 14 Kuppenbolzen. Ja, da haben wir doch schon unseren Nachschub. Und eine Eisenarmbrust. Das kann ich hier müssen, meine Lücke. Kann ich die eine verkaufen? Ein bisschen Holz hier noch. Das war's dann auch schon. Gut, weiter geht's. Haben wir erfolgreich. Können wir kurz mal reinschauen? Eisenarm pusht. 63, das ist schon eine Stunde. Ich werde verkaufen. Kriege ich 350 oder so, was in der Ecke. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt wollte ich eigentlich die Rechnung vorher noch weiterspielen. Aus dem ersten Dorf habe ich jetzt zum Verkauf 150 Münzen bekommen, für das, was ich aus dem Schneemann geholt habe. Aus dem zweiten Dorf waren es 60 und glaube ich nochmal 60, sind so 120. Und aus dem letzten Dorf habe ich jetzt noch gar nichts verkauft. Ja. Geben es nicht ein bisschen was. Was gibt's schon du? So, wieder zwei Leinen. Das müsste auch schon wieder so gut wird. Da ist noch einer. Zu 120 sein, wollte ich sagen. Ein Wurfstein. Stimmt, ein Wurfstein von vorher habe ich noch nicht verkauft. Vielleicht gibt der viel. Ich glaube, es wäre nicht. Bogdan, guten Tag. Zeig mir deine Bahn. So, verkauft ihr schon mal so die Naschen? Nein, dann war das wohl. Wenn es 60 gewesen. Das brauchen wir alles. Das sind nochmal 60. Das heißt, wir haben hiervon auch schon wieder 120 bekommen. Das sind dann weg. Kommen also wir auch nicht alle Säckchen weg. Wurfstein. Ja, die geben wir schon jetzt. Okay. Und ich wollte. Quasi eigentlich schnell die Kuppenbolzen aus dem Stein. Nee, 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 ausgeschnitten. Wo sind sie denn? Jetzt wird mal jemandem begegnen. So, mach ich das mal. Sehr schön. Ja, wenn ich jetzt nicht ganz Lust bin, dann haben wir echt so 120 oder aus den Schneemännern in Form von Münzen geholt. Außer aus dem einen Dorf, da war es, da war nur ein Schneemann. Das sieht ja natürlich der Schnitt wieder ein bisschen runter. Nun gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Geht einfach im nächsten Video weiter. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.